So, wo müssen wir denn jetzt lang? Da lang. Und dann fahren wir. Warum? Ja, du lebst noch? Hä, warum? Was ist das für eine Begrüßung? Ich dachte, wenn tot, dann tot. Also spawnen immer neu anscheinend. Ah, scheiß auf den. Scheiße, der steht da als Türsteher, ey. So. Ab zur Brücke. Brücke. Abonnieren. Studio. So, sind wir durch schon mit dem Spiel? Jetzt noch ein Boss und dann fertig, ne? Wir sind ja eigentlich nur noch wegfliegen. Ab nach Hause. Und dann ist gut. Jetzt von hinten so. Brücke. Nächster Halt, 500 Abonnenten. Oh, Junge, ruf mich nicht an. Isaac, ja. Ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Ishimura Hammond oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf, uns zu verarschen. Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja, das passt. Und wir verlusten meines Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey, Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captain's Kabine. Daniels? Schön. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Ja, aber auch nur, wenn man sie da reinschreibt, oder? Aber wenn man alles reinschreibt. Triff Hammond in der Kabine. Zack. Zack. Boah. Geht auf die Augen. Knoten? Schade. Knoten? Schade. Knoten? Schade. Die Zukunft! Da lang. Da hinten ist die Zukunft. Da können wir wieder speichern. Machen wir auch? das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Hallo, ein Ticket bitte. Level 2. Der hat nur reingewunken, so, hallo. Der wollte die Leiche haben, ne? Ich habe die Leiche weggenommen. Oh! Ja. Nimm sie dir. Ja. Es. Ess ihn doch. Guten Hunger. Schü, Alter. Schü.
Wo müsste ich lang? Na, natürlich da lang. Oh, noch ein Shop. Mal gucken. Kein Geld, sehr gut. Können wir ja was verkaufen? Nö. Naja, man könnte Munition verkaufen, ne? Also wenn man mit der Reaper gar nicht mehr spielt zum Beispiel. Verkaufen kann man die Waffen nicht, ne? Hauptatrium. Willkommen auf der US Ishuri. Komet hat uns wahrscheinlich getroffen. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Scheiße Marmelade, ey. Wo muss ich hin? Er reicht auch langsam, finde ich. Also ich bin schon wieder mit den Nerven am Ende. Hallo. Was liegt hier? Audio. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, bitte melden! Wir wurden angegriffen! Sie haben den Großteil der Besatzung getötet! Zum Teufel ist Chief Vincent! Wir brauchen Hilfe, Stärkung! Unsere Waffen sind nutzlos hier! In aller Welt ist das! Tja! Das ist eine riesige Brücke und kein Mensch ist mehr hier, ne? Und das gehörte alles Ben. Wer ist Ben? Das ist Ben. Captain Ben. Leider musste ich ihn töten. Es hieß er oder ich. Er oder ich. Ich hab einen Schatten gesehen. Guck mal, da fliegen die ganzen Dinger rum. Okay, da soll ich eigentlich rein. Aber ich guck noch hier weiter rum. Hier liegt zum Beispiel noch Geld. Man muss ja leider gucken. Sonst fehlt einem das alles hinterher. Dann haben wir weniger Quidditch, weniger Knoten, weniger dies, weniger das, weniger jenes. Level 2. Ich brauche Level 2. Level 2, Level 3, Level 3, Level 3. Wenn die direkt markiert, wenn ich sie nur so angucke. Ne, ich muss sie andrücken, wa? Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Ja, jetzt wollen die markiert. Ich geh mal ein bisschen weg. Nö. Okay, dann werden die Kisten doch nicht markiert. So, von hier bin ich ja gekommen. Okay, gut. Dann da in der Mitte kommen wir auch nicht. Wo war das? Wo war der Höhenbruch? Gut, dann speichern wir wieder ab, weil alle 5 Meter kann man speichern. Speichern. Ich frage mich, ob Schwein das Spiel eigentlich auch spielen würde. Auf easy natürlich. Also ich denke mal auf easy. Weil Resident Evil hat sie auch gespielt. Village. Und das auch auf easy. Und sogar durchgespielt. Also mit Endboss und so. Ich bin's. Nein, nein, behalte das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren. Ein ganz normaler Dude, mein Dude. Sein Gesicht? Bilde ich mir das ein? Das ist Chen. Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ach, unser Dude. Ich sollte. Was soll's? Verbindung
Nee, er wird rausgeschickt. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Abgepfeffert. Und Johnson auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für Sie. Ja. Na los, die AAS-Kanonen. Aber jetzt ist unsere Fluchtkapsel weg. Ich kann diese Position eine Weile halten. Dass ich den Helm abnehme, ist ja crazy, wa? Hier saß Ben mal. Mit Bens Tasse. Bens Buch. Hier. Ja? Die Stromzufuhr zum AAS ist defekt. Ah. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Isaac, was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Chair Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht, aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Cool. Deine hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Hat er den Master-Schlüssel? Ich habe da oben was gehört. Nein, davon. Was Großes. Pass auf dich auf. Ich habe so einen leeren Blick, ne? So, Level 2. Aktiviere Aufzüge. Was heißt, aktivieren Kanonen? Besatzungsweg. Masterüberbrückung. Muss die Aufzüge von der Sicherheitsabteilung aus reaktivieren. Was habe ich da jetzt gemacht, hä? Benjamin! Den haben wir ja mal gehört. Der hat da ja rumgetrötet, ne? Benötigt Besatzungsweg. Okay. Noch ein Textlog. Evakuierungsbemächtigung, die Lü. Wie gewünscht, Herr Geschäftsführer Altmann. Mhm. Finde den Rig des Supervisors. Okay. Nebenmission freigeschaltet. Finde den Rig von Volker. Finde. Okay. Menü. Mission. Nebenmission. Können wir noch nicht. Isaac. Können wir noch nicht. Gehst du? Ich bereite mich vor. Geht doch unterwegs. Die Asteroiden warten mich. Geht das auch unterwegs? Halt's Maul! So, also wir machen erstmal die Nebenmission. Ist ja klar, ne? Also die hier zum Beispiel. Ziel verfolgen. Setz der Helm auf. So, dann finden wir erstmal den ersten Weg. Wir machen erstmal alle Nebenmissionen und dann erst wieder die Hauptmission. Ist ja klar, ne, Brudi? Ey, Brudi, komm. Okay, sehe ich zufällig auf der Karte, wo alle einzelnen Dinger sind? Guck mal, hier soll ich zum Beispiel mit der Whale komplett weg. Tasche 5.
Ne, Brücke, Maschinenraum, Hangar, Krankenstation. Ja, keine Ahnung. Achso, ja. Ja, wir machen erstmal die ganzen Rigs. Achso, jetzt machen wir erstmal das hier vor allem. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Die waren Level 3, ne? Tschüss! Wo ist denn deine Schwachstelle? Ich habe keine Dinger mehr. Ich bin voll mit, ich bin leer, meine ich. Bruder! Ich hätte schon weg sein können. Alter, geht der überhaupt tot, sag mal? Ich hab eine Vermutung, was ich machen muss. Ja, dann töte mich. Ich habe mich jetzt töten lassen, damit ich alle meine Munition wieder habe, weil ich glaube, ich habe eine Vermutung, was ich machen muss. Muss ich jetzt wieder mit ihm reden? Nee, ich bin auf dem Rückweg, okay. Hast du auch eine Vermutung? Wenn ja, lass es mich wissen. Auch wir die gleiche Vermutung haben. Guck mal, ich könnte jetzt auch einfach da abhauen und dann wäre gut, ne? Freigabe bestätigt. Ja, das ist natürlich richtig doof. Rutscher-Taktik. Isaac, ich sehe es auf dem Monitor. Da ist eine Öffnung in der Panzerung. Schieß ihm in den Rücken. Aha. Was mache ich, wenn ich keinen Stasis mehr habe? Einfach weiter im Kreis ran?
Ja, ich habe nämlich gedacht, dass ich seine Schleimbuddel da auf ihn zurückwerfen muss. Das hat ihn gar nicht genug. Zumindest kann er nicht mal rennen, das ist gut. Aber wie komme ich denn jetzt an seinen Rücken? Da, das Ding zurückwerfen, weißt du? Wenn ich ja hier die Butcher-Taktik mache und da rumgehe, dann dreht er sich ja von alleine wieder um. So. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass seine Beine weg sind. Ah, schön. Du kannst ja gar nichts. Was bist du denn für ein Lappen, ey? Voll der Lappen. So, einmal speichern. Lappen. Okay, also das Spiel handelt auf jeden Fall darum, dass man Schwachpunkte macht. Hier, solche Dinger. Nicht einfach voll rauf. Warum nicht einfach voll rauf? Voll rauf wäre voll viel geiler gewesen. So, was hier jetzt los? Medipack. Video. Es wurde aufgezeichnet, Doktor. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Da. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen? Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ach, Ben, Benjamin. Du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Hey, lass Ben in Ruhe! Oh mein Gott, er ist... Sie... ins Auge. Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht. Wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! Sie haben meinen Sohn getötet. So, erstmal das Ding da rein. Ja, wo ist das? Da oben? Was ist das? Die Feuerrate deutlich erhöht. Kann man auch Knoten wieder rückgängig machen eigentlich? Ja. Und kostet mich das was? Ja. Also, es ist machbar. So. Dubi 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 du. Atriumaufzüge sind jetzt online. Schalte die AAS-Kanonen ein. Freigabe bestätigt. Hör mal auf. Ja, eigentlich wollte ich die Aufzüge ja noch nicht machen. Also ich muss da ja auch noch nicht reingehen, so ist es ja, ne? Und der hier war ja vorher schon frei. Aber mit dem, wie gesagt, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja erstmal jetzt den Wick machen. Den Wiki Wick Wick. So, gut. Chop. Ah, scheiß auf Chop. Können wir später immer noch machen. Okay, aber was ist, wenn ich jetzt da reingehen würde? Ist eine Sackkasse, also gehen wir da rein. Freigabe bestätigt. In Sackkassen müssen wir rein.
Was ist das? Geld. Gold. Richtig viel Geld. Noch mehr Geld. Das ist Munition. Noch mehr Geld. Okay, Geld ohne Ende. Gut. Weiter geht's. Ich will nicht überall speichern ständig. Ich werde schon nicht sterben, oder? Ich werde nicht sterben, ne? Ich sterbe nicht! Abbausektor Maschinenraum. Ab zum Maschinenraum! Ah, sein Weg oder was? Tschüss. Weit noch. Finden wir auch noch andere Anzüge? Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich durch... Du bist ja immer noch da! Den habe ich da mal als Security zurückgelassen. Einfach, ich habe auf einmal doppelt gesehen. Ich bleib cool. Ich bleib cool. Wie viel Schuss haben wir denn noch von allem? 50, 30. Der mit. Ja. Wir müssen ein bisschen mit der Kreissäge spielen. Da haben wir echt viele. Tschüss, Bruder. Tschüss. Und ich dachte, das hier wäre Safe Room. Okay. Ja, vielleicht doch speichern. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, wo man sicher ist. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit. Deaktiviert. Zu laut. Warum muss ich jetzt hier wieder durch eigentlich? Warum lebt er eigentlich wieder? Wurde doch schon mal verbrannt von mir. Okay, da rein. Aber das ist Level 3. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Digi, dann komme ich doch hier noch gar nicht rein. Was labert der denn von wegen... Ich das mal vorher prüfen sollen? Hätte man das vorher sehen können? Ach.
das ist doch Schmuh, ist das doch. Dann doch erstmal die Hauptmission, bevor ich hier wieder so verarscht werde. Wo ist das? Wie kommt man da hin? Chill, Bruder, wie kommt man da denn hin? Da, Etage wählen. So, dann da. Dann fährt man mit dem Fahrstuhl. Ach so, das ist unsere Brücke. Finde den ersten Offizier. So heißt die Quer, den ersten. Und was habe ich jetzt hier plötzlich gemacht? Hallo. So. Hier steht ja, sie sind nicht autorisiert. Ne, die Quest heißt wahrscheinlich so, ne? Ja, ich glaube, da kommen wir allgemein gar nicht hin. Auch den hier nicht. Ich glaube, wir sollten die erstmal sein lassen. Und da steht auch Master Sicherheitsbrückung erstellen. Wenn ich eine erstelle, kann ich auf... Ach so, nee, um sie. Ah, um sie zu erstellen, eine Masterkarte, brauchen wir das alles. Ja, dann, wir können versuchen, ob wir den erstmal finden. In der nächsten Folge dann. Das kann. Da müssen wir lang. Wieder zurück. Bubbelblasen. So mitten in der Luft. Ich dachte, 1000 Viecher, kleine Krabbeldinger krabbeln mich an. Ja, dann bin ich ja jetzt völlig umsonst hierher gefahren. Laut. 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 Unangenehm laut. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit deaktiviert. Wurde deaktiviert. Jetzt wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Und dann speichern wir ab. Und dann leck mich alle am Arsch. Na 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 na. Ab zur Brücke, dab dab. So. Boom bam. Alles klar, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Weil, ehrlich, Horrorspiele spielen. Also. Es ist halt was ganz anderes als Garden Story, ne? Sind wir mal ehrlich, ne? Und Turnip, ne? Turnip Boy ist auch. Besser. Brücke. Es ist einfach. Oh, es fickt mich. Es. Hä? Ah, guck mal, da liegt sogar was. Junge, hast du mich erschrocken? Komme ich denn zu dir? Ist hier irgendwie die andere Seite? Da müsste ich einmal so bis dahin und dann da lang. Und dann ist man da unten.
Du hast mich so erschrocken. Aber war ich da nicht schon mal sogar? Ja, doch, da runter und da war doch die Tür, die Pum Pum gemacht hat. Aber dann hätte ich das ja eingesammelt. Na gut. Ich kann auch einfach nicht mehr. Ich speier jetzt hier ab und dann leck mich alle am Arsch. So. Löschen. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi. Scheiße.